Eine aus der Region vor. Heute sind bei mir im Studio die East Frisian Liners und die erzählen in dieser Stunde etwas zum Line Dance. Mein Name ist Lena Schweikert, moin! Der lange Morgen bei Radio Ostfriesland, täglich ab 6. Stellen wir hier bei Ihnen bei Radio Ostfriesland in loser Reihenfolge Vereine aus der Region vor, weil gerade das Vereinsleben wird in Ostfriesland oft auf die vielfältigste Art und Weise fleißig gepflegt. Und heute stellen wir Ihnen eine Sparte des SVH vor, in der getanzt wird. Aber nicht etwa Walzer oder Disco Fox. Seit Oktober 2016 wird bei den East Frisian Liners Line Dance getanzt. Und was das genau ist, das sagen uns in dieser Stunde meine Gäste. Bei mir im Studio sind Helga Christians und Annemarie Martin von den East Frisian Liners. Moin! Moin! Line Dance, das ist ja, das sagt vielleicht nicht jedem was. Ich wusste auch gar nicht, was das ist, muss ich ja gestehen. Was genau ist denn Line Dance? Ich bin erstmal Helga Christians, stelle mich vor vom SVH Line Dance. Also Line Dance ist eine Art Formationstanz. Es wird nach synchronen Ausführungen getanzt, wiederholende Schrittkombinationen. Jeder tanzt für sich und trotzdem gemeinsam. Also ohne festen Partner zu fetziger Musik. Die Tänze sind passend zur Musik choreografiert. Die meisten stammen aus den Kategorien Country und Pop. Aber auch nach irischer Musik, nach Rock bis zum Schlager und nach Musik aus dem Tanz wird getanzt. Und wie genau wird dann so ein neuer Tanz einstudiert? Wir haben drei Trainerinnen und die haben sich vorher diese Tänze über YouTube zu Hause angesehen, geübt und die zeigen uns dann die Tänze Schritt für Schritt. Das sind meistens so 32 Schritte, nennt sich dann Counts, oder auch 64, das sind schon mal die etwas schwierigen Tänze und die üben wir dann. Immer wieder. Und alle zusammen? Oder alle zusammen, ja. Klasse. Wir sind also zwei Gruppen. Einmal montags, das ist die Gruppe, die schon immer dabei ist, also seit 5 Jahren. Und dienstags ist die Gruppe, die neu hinzugekommen sind. Ja? Ja, und wenn Sie jetzt auch sagen, Sie haben ja Neuzugänge, wie schwer ist denn das für neue Tänzer, die, wie ich jetzt meinetwegen, noch gar keine Ahnung von diesem Tanz haben? Wie schwer ist denn das, da reinzukommen? Also es ist nicht schwer, das sieht man anhand der Leute, die hinzugekommen sind und die auch geblieben sind. Also ein Zeichen, dass es nicht schwer ist. Und wir üben ja auch. Und wenn jemand nicht weiter weiß, dann schalten sich die Trainerinnen ein und zeigen das nochmal, bis es sitzt. Und das sitzt. Und das ist, ja. Das klang wie eine Drohung. Nee, ist nicht. Okay. Wie die Gruppe 1 entstanden ist, das besprechen wir gleich bei Radio Ostfriesland. Jetzt spielen wir Musik von Eric Clapton. Hier ist Radio Ostfriesland. Hey, what business? Ich folge immer mal wieder Vereine aus der Region vor. Heute ist es die Line Dance Sparte der SV Hage. Seit Oktober 2016 gibt es die. Bei mir im Studio sind jetzt Frau Helga Christians und Annemarie Martin von den East Frisian Liners. Hallo, ich spreche jetzt mit Annemarie, richtig? Ja, hallo, ich bin Annemarie Martin von den East Frisian Liners. Einer von den drei Trainerinnen bin ich. Und wie hat das alles begonnen damals? Also vor 5 Jahren im Oktober sind wir mit 10 Tänzer angefangen und dann hat sich das immer wieder gesteigert. Ja, und mittlerweile sind wir ungefähr 28 Leute, kommen auch immer wieder mehr dazu. Wir haben jetzt auch wieder Kurse angeboten. Jetzt Samstag ist wieder ein Anfängerkurs für Erwachsene von 14 bis 15.30 Uhr, für Kinder von 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Also wer noch Lust hat, kann auch dazukommen. Ja, und wie gesagt, wir tanzen mit vielen Leuten im Reihen, wie Helga gerade auch schon gesagt hat. Wir haben auch sehr viel Spaß dabei. Es ist wirklich nicht steif und so. Es kann jeder machen, von jedem Alter. Also was heißt jedem Alter? Von 8 bis 100? Ja, sobald man tanzen kann, kann man wahrscheinlich bei ihm mitmachen dann. Genau, genau. Und ich habe gesehen, Sie haben relativ wenig Männer im Team. Hat das einen Grund oder ist das einfach, weil die ein bisschen tanzfauler sind? Ja, die Männer sind tanzfaul. Okay, aber wären theoretisch auch gerne willkommen bei ihm. Unbedingt. Wer kann denn eigentlich alles Line Dance machen? Also Line Dance kann jeder machen, auch Leute, die ein leichtes Handicap haben, also auch eben halt oder eben halt Konzentrationsschwierigkeiten haben, motorische Schwierigkeiten haben, weil das vom Kopf ja in die Beine muss. Also das ist wirklich auch ein Training für den ganzen Körper, ne? Das ist ganz wichtig. Ne? Mhm. Das klingt sehr, sehr spannend, weil gerade wenn man ja auch körperlich sich betätigen möchte, vielleicht gar nicht so kann oder halt auch schon älter ist,
dann ist man bei Ihnen an der richtigen Adresse dann. Natürlich, wir wollen ja keinen Preis und keinen Pokal gewinnen. Wir wollen ja Spaß haben und es soll ja auch nach Musik getanzt werden. Und Musik erreicht ja jeden. Da haben Sie recht. Und wie lange brauche ich so als Neuling, bis ich wirklich mitmachen kann, bis ich drin bin? Ja, das ist immer so die Sache, wie gut man ist. Kommt auf einen selber wahrscheinlich auch drauf an. Ja, wie schnell man lernt. Also einige lernen sehr schnell und einige natürlich langsamer. Aber da gehen wir dann auch drauf ein, auf diese Leute. Ne? Das ist schön. Wo Sie mit Ihrer Line-Dance-Gruppe überall auftreten, das hören wir gleich nach den Nachrichten um 11:30 am Asternschutt. Wir haben jetzt erstmal Musik von Lynn, was haben wir denn hier? Sweet Home Alabama haben wir. Ist das ein Lied, was Sie auch kennen aus Sweet Home Alabama, wozu Sie auch tanzen? Ja, das war einer unserer ersten Tänze mit. Oh, dann lasse ich mir jetzt bald mal ein paar Tanzschritte zeigen. Sie sind immer herzlich willkommen bei uns. Das ist super, vielen Dank. Hier ist Radio aus Friesland, Helbert Besinners. Jetzt gleich 11:45. In dieser Stunde stellen wir Ihnen bei Radio Ostfriesland wieder einen Verein aus Ostfriesland vor. Die Line-Dancer des SV Hage sind heute bei mir zu Gast. Bei mir im Studio stehen Helga Christians und Annemarie Martin. Und wir haben ja eben schon sehr viel gehört über den Line-Dance und sie treten mit ihrem Verein ja auch auf. Bei welchen Veranstaltungen sind Sie denn so mit den Line-Dancer vertreten? Also seit unserem Bestehen, seit 5 Jahren, haben wir ganz viele Veranstaltungen gehabt. Höhepunkt war, glaube ich, die Lütitzburger Serenade mit mehreren tausend Gästen dort. Dann sind wir auf Ortsfesten in Hage oder Marienhafe gewesen, auf Hochzeiten oder Polterabenden. Wir sind oft in alten Wohnzentren gewesen, Weihnachtsfeiern, Betriebsfesten oder auch auf privaten Geburtstagsfeiern. Da werden Sie immer rundum gebucht sozusagen. Ja. Und Sie werden gern gesehene Gäste dann. Ja, vor allen Dingen, wenn wir einen Auftritt hatten, dann wissen wir schon, oh, da kommt demnächst wieder was. Und so ist es auch. Wir hatten vor 2 Wochen einen Polterabendauftritt und gleich 2 Tage später kam eine Anfrage, ob wir zu einem 90. Geburtstag auch auftreten können. Und das machen wir jetzt diese Woche. So vielseitig und verschieden sind dann Ihre Veranstaltungen, wo Sie dann auftreten. Das ist richtig. Mhm. Und jetzt ist ja Corona bei vielen Vereinen hat Corona den Alltag ja total verändert. Das wird ja bei Ihnen wahrscheinlich nicht anders gewesen sein. Nee, leider nicht. Wir hatten im letzten Jahr gar kein Training, natürlich auch keine Veranstaltung. Und wir sind erst in diesem Jahr wieder angefangen, durften auch erst nicht in die Turnhalle. Dann sind wir ab Mai, durften wir, glaube ich, anfangen. Dann sind wir draußen auf dem Sportplatz gewesen, auf dem Rasen. Das ist natürlich nicht so günstig zum Tanzen, aber besser als gar nichts. Mhm. Und inwieweit haben Sie jetzt wieder Gelegenheit, sich zu Übungsabenden zu treffen? Wir sind jetzt wieder seit einigen Wochen in der Großturnhalle und in der kleinen Turnhalle in Hage. Und zwar, wir trainieren montags von 19 bis 21 Uhr und am Dienstag von 20 bis 22 Uhr. Mhm. Und jetzt, wenn Sie so in die Zukunft gucken mit dem Verein und mit dem Line Dance, wenn Sie sich da was wünschen dürften, was würde da an oberster Stelle stehen? Dass das so weitergeht wie bislang, auch in unserer Truppe. Wir sind nämlich eine ganz tolle Truppe, sehr kameradschaftlich und wir sind auch sehr engagiert. Wir helfen auch, wenn Tierheim in Not ist, sammeln wir oder wir tanzen dafür. Oder wir haben für einen bekannten Verein, da ist jemand auch schwer verletzt worden und da haben wir geholfen. Ja. Da sind Sie sehr engagiert ja, dann und ja. Ein großer Zusammenhalt höre ich daraus. Das ist es. Und es macht auch Spaß. Und deswegen, die ganzen Leute sind größtenteils seit 5 Jahren auch dabei geblieben. Das sagt alles. Das ist eine lange Zeit, wenn es immer die gleichen Leute, das gleiche Team quasi bleibt. Ja. Und haben Sie Highlights als nächstes? Was für Highlights stehen da bei Ihnen an? Im Moment ist gar nichts geplant, aber wie gesagt, das kommt immer so nach und nach. Wir hoffen, leider Corona-bedingt fällt auch noch viel in diesem Jahr aus. Wir hätten sonst auch in Hage das große Ortsfest, da sind dann auch mal sehr viele Zuschauer. Ist auch nicht und auch sonst die ganzen Feste sind in diesem Jahr nicht. Also wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr dann wieder voll loslegen können. Allerdings so diese privaten Feiern, Tag oder sowas, das ist auch weiterhin. Ja, und dann haben wir ja, wie gesagt, die Geselligkeit ist ja groß. Letztes Jahr im Sommer, dieses Jahr war ja nichts, im Sommer, da haben wir auf dem Hager Tief zum Beispiel gepaddelt, anschließend gegrillt. Es finden gemeinsame Essen statt, ist ja auch immer ganz wichtig. Und wir nehmen auch
Teil an anderen Line-Dance-Veranstaltungen, wenn uns andere Line-Dance-Vereine einladen. Allerdings, wie gesagt, Corona-bedingt jetzt auch nicht. Ja. Und dann auch nicht zu vergessen, wir grillen bei jedem Erste Herren Fußballspiel des SV Hage und verkaufen dort Würste und die dürfen wir dann, der Erlös kommt dann unserer Mannschaftsgasse zugute. Ist natürlich ganz gut. Das ist ja auch nett, ja. Weil wir nämlich jetzt auch planen, uns neue Hüte und Trikots zu kaufen und die sind ja auch nicht billig. Ja, die Hüte, die sind so ein fester Bestandteil von ihrem Tanz, ne? Das sind so Cowboy-Hüte oder? Ja, das sind so Western-Hüte. Wir haben die nicht einheitlich bei uns und deswegen haben wir gesagt, jetzt wollen wir endlich mal einheitliche Hüte haben und die kaufen wir uns jetzt. Und falls jetzt jemand sagt, er möchte auch so einen einheitlichen Hut aufsetzen und möchte das mal ausprobieren mit Line Dance, wie funktioniert das? Was macht derjenige dann am besten? Der kommt dann am besten zum Training und am besten ist es, wir haben ja jetzt im Moment einen Anfängerkursus, der geht über 5 Wochen. Letzte Woche war das erste Mal und diejenige kann dann kommen und guckt sich das an und macht auch gleich mit. Entweder guckt sich das an oder macht gleich mit. Das kann man dann aber schon, wenn man das erste Mal da ist und das noch gar nicht kennt, dann kann man schon ein bisschen mitmachen? Ja, man soll mitmachen, das ist wichtig. Mhm. Und wichtig ist auch, dass sich einige Männer mal melden. Das ist Mangelware bei uns. Ja, super. Dann wünsche ich Ihnen, dass sich ganz viele neue Tänzerinnen und vor allen Dingen Tänzer melden. Und ich bedanke mich für Ihren Besuch und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön.